Und Pro und Contra, Streit um Auftritt von Soldaten in der Dresdner Frauenkirche. Der MDR Sachsen-Spiegel. Heute mit allem Streit um die Dresdner Frauenkirche oder genauer um das, was in ihr heute Abend stattfinden soll. Das Wehrbereichsmusikchor der Bundeswehr soll aufspielen und dagegen wurde am Abend protestiert unter dem Motto kein Werben fürs Töten und Sterben. Mitglieder der Kirche und der Friedensbewegung befürchten, dass das Gotteshaus zum Werbeträger für eine Armee werde, die sich in verschiedenen Kriegseinsätzen befinde. Gerade die Frauenkirche sei aber ein Symbol gegen den Krieg, für Versöhnung und Frieden. Ein Team vom Sachsenspiegel war heute Nachmittag bei den Proben und hat sich da umgehört. Ein Marsch von Elga in der Frauenkirche. Das ist, weiß Gott, ungewöhnlich. Doch die zünftige Marschmusik allein ist es nicht, die Kritiker dieses musikalischen Gottesdienstes auf die Palme bringt. In Erinnerung an die deutsche Geschichte verstehen die Kritiker das als falsche Traditionspflege und als Werbung für neue kriegerische Aktionen. Ein solcher Auftritt, gerade in der Dresdner Frauenkirche, die auch als Mahnmal gegen den Krieg steht, sei skandalös. Mit dem Aufruf zum Wiederaufbau 1990 war verbunden, die Frauenkirche zu einem Zentrum für den Weltfrieden zu machen. Wenn heute eine kriegführende Armee dort Musik darstellt und für sich Werbung macht, wird dieses Ziel, ein Zentrum für den Weltfrieden zu haben, ad absurdum geführt. Die Stiftung Frauenkirche verweist deutlich darauf, dass dieses Gotteshaus sich als ein Ort verstehe, der Brücken in verschiedene, auch sensible Bereiche des gesellschaftlichen Lebens baue. Dazu gehöre auch die Bundeswehr. Diese hat die Einladung zu diesem musikalischen Gottesdienst gern angenommen. Die Bundeswehr gehört in die Gesellschaft seit ihrem Bestehen. Das ist seit Anfang der 50er Jahre. Und wir legen da sehr großen Wert drauf, dass wir Teil der Gesellschaft sind. Da wir eine ganze Reihe von Soldatinnen und Soldaten haben, die Christen sind, denke ich, ist auch diese Form des Gottesdienstes eine Möglichkeit, diese Integration auch zu dokumentieren. Die Bundeswehr hat einen speziellen Auftrag, den bekommt sie durch das Parlament unseres Landes zugeteilt. Und in diesem Auftrag wirkt sie. Und als Kirche können wir in einer Kooperation, in einem partnerschaftlichen Miteinander auch Kritik üben und Dankbarkeit ausdrücken. Die Stiftung lädt nach dem Gottesdienst die Kritiker zu einer Diskussion ein. Die Besucher der Probe heute Nachmittag waren sich schon einig. Das ist eine tolle Idee, dass die Bundeswehr in die Kirche kommt. Das finde ich ganz toll. Die sind in unserem Auftrag unterwegs und außerdem machen sie auch hervorragende Musik. Die Bundeswehr wirbt mit Musik, sagen die einen. Die anderen, sie dankt Gott. So oder so aber freuen die Musiker sich auf den Abend.